Boom, Leute. Mein Name ist Naim Sky und ich begrüße euch zu einem neuen sexy Video auf meinem YouTube-Kanal. Freunde, heute haben wir für euch was ganz Besonderes am Start. Wie ihr seht, wir sind hier nicht in gewohnter Umgebung, sondern in Köln. Denn wir drehen heute Erkenne den Gefängnisinsassen. So extrem spannend. Das haben einige von euch vorgeschlagen und deswegen dachten wir, setzen wir das Ganze heute um. Wir haben was sehr Besonderes für euch am Start, denn wir haben eine Special Jury heute am Start. Achso, ganz wichtig, Freunde. Ey, es wäre sehr, sehr nice, wenn ihr den Kanal einmal abonnieren würdet und gleichzeitig die Glocke aktivieren würdet, weil es gibt sehr, sehr viele Leute, die Videos zwar schauen, aber noch nicht abonniert haben. Und es kann sein, dass euch einige Videos gar nicht erst angezeigt werden. Deswegen wäre das sehr, sehr nice, wenn ihr das einmal machen würdet. Am 6.11. Freunde, denkt dran, Side Jeans, die mit Abstand krasseste Kollektion überhaupt. Also es wird komplett crazy. Aber ich würde sagen, wir starten gar nicht groß rum, sondern wir bitten diese Special Jury einmal bitte rein! Frisch aus Knast entlassen, knick ich Rekorde. Deutschland tickt für mich Gold. Oh mein Gott. Papa, was geht? Alles gut? Freut mich, dich zu sehen. Setz euch. Es ist nicht so, dass ich nicht weiß, was Sache ist. Doch die Wahrheit schweigt, wenn das Pfarrer spricht. Jungs. Wie geht's euch? Geht's euch gut? Gut, danke. Bei dir alles gut? Alles top bei mir. Wisst ihr schon, was wir heute machen? Nicht wirklich. Also wir fragen auf jeden Fall Leute. Wir drehen heute Erkenne den Gefängnisinsassen. Das heißt, einer war mal im Knast. So, deswegen, ich hoffe heute auf das euch. Das wird eine kurze Sendung, Bro. Ich glaube auch. Deswegen, ich habe gar keine Ahnung, aber ich hoffe es euch. Es wird schon schwierig, glaub mir. Du weißt, wie viele vernünftige Leute da auch saßen. Bruder, es gibt so ein, zwei Fragen. Wir haben auf jeden Fall gute Schauspieler, denke ich. Echt? Ja, also wir hatten schon richtig krasse Leute. Und du willst sagen, du warst noch nie in Hypes? Davon distanziere ich mich. sehr gut, mashallah. Tata, ich habe gesehen, ihr habt einen Film rausgebracht, ne? Genau, es kommt ein Film raus, ja. Am 27.10. Genau. Richtig krass, Trailer habe ich gesehen. Blenden wir an der Stelle auch nochmal ein, fand ich sehr, sehr krass. Wie sollen wir das machen? Im Knast ein Album aufnehmen. Was ist 415? Meine Gefangenennummer, Bruder. So, deswegen denkt dran, 27.10. Checkt das unbedingt ab. Ansonsten drehen wir heute Erkenne den Gefängnisinsassen. Ich bin richtig gespannt. Ich hoffe, ihr habt gute Fragen im Kopf. Obwohl, ihr macht wahrscheinlich alles Freestyle, ne? Lass sie kommen. Also, fünf Leute werden gleich erzählen, dass sie im Knast waren. Aber tatsächlich war nur ein einziger im Knast. Oh. Und wir müssen dann anhand Fragen herausfinden, wer die Wahrheit sagt. Und dann voten wir nach und nach die Lügner raus und tippen dann auf den, der die Wahrheit sagt. Geil. Geiles Spiel. Okay, dann würde ich sagen, bitten wir die Teilnehmer. Einmal bitte rein! Teil! Freunde sitzen LL, SV für Stolz oder Para oder ging in einem Jihad-Kauf mit Hoffnung auf Jana. Pass auf, wenn du dein Grip postest, aber ne Push bist. Paar deiner Follower studieren dich, damit du Pumpe MJ im Bentley auf Pancakes. Sie sagen, hinter jedem Vermögen steckt Minimum ein Verbrechen. Puh, spannend. Jungs, was sagt ihr? Ich glaube, mit dem einen saß ich schon auf Zelle. Welcher? Mitte? Mitte, ja. Max, oder? Haus 3 war das, oder? Reinbach. Deswegen ist recht, sieht ein bisschen zu klischeehaft aus, oder? Er wäre gerne im Knast gewesen. Dann würde ich sagen, schnack mal gar nicht groß rum, sondern dann darf sich der Erste vorne rechts einmal vorstellen, bitte. Hallo, ich bin der Dirk. Ich habe 4 Jahre unschuldig gesessen. Aufgrund von Zeugenaussagen, nur Indizien, wurde ich verurteilt. Es war ein Raub mit Mord und das hatte man mir untergeschoben sozusagen, die Zeugen. Laut Zeugenaussagen musste ich es gewesen sein, es sei denn, ich hätte einen Zwillingsbruder. Ja, und so hat man mich verknackt. Und dann irgendwann ist die Wahrheit ans Licht gekommen, weil wir lange gekämpft haben, dass ich wieder freikomme. Ja, das ist meine Geschichte dazu. Was war deine Gesamtstrafe? Gesamtstrafe war 12 Jahre. Wegen? Raubüberfall und Mord, beziehungsweise Totschlag. In 2 Tateinheiten, ja? Oder ein? Das sind 2 Sachen. Das ist ein Raubüberfall gewesen. Wie viel hast du für Raub bekommen, wie viel für Mord? Ich habe insgesamt 12 Jahre gekriegt. Mord? Du bist sicher, dass es Mord war? Mord. Versuchter Totschlag? Ja, man kann sagen, eigentlich ist es Mord, aber es wird ja auch manchmal auch ausgelegt, versuchter Totschlag. Was steht in deinem Urteil? In meinem Urteil stand Mord. Fake. Warum?
Wieso? Mord kriegst du LL. Mord kriegst du lebenslänglich in Deutschland. Das Ding ist, er hätte mir jetzt alles erzählen können, aber ihr wisst sofort. Bei mir stand Mord. Ich habe aber 12 Jahre gekriegt. 12 Jahre. Ja, ist unmöglich. Also deswegen, der Richter, wenn er dir kein lebenslänglich geben will und du jemanden umgebracht hast, dann gibt er dir Totschlag. So, außer das Gesetz hat sich geändert, keine Ahnung, Digga. Kein Problem. Ich weiß, dass ich 4 Jahre da unschuldig gesessen habe. Ich habe 4 Jahre unschuldig gesessen. Und was kriegst du, wenn du da wieder rauskommst? Du bist der Arsch? Das kannst du nie wieder gut machen? Der ist so fake. Ich küsse dein Herz, Bruder. Du bist ein ganz herzlicher Mensch. Aber ein schlechter Schauspieler. Können wir rausgehen? Zeig ich dir mal. Oder ich überleg gerade. Welche JVA? Bruchsal. Du warst im Bruchsal, ja? In welcher Abteilung warst du? Fangfrage. Ich war im Bruchsal in der JVA. So ein Blödsinn. Er meinte Abteilung. Ah, der hat zweimal schon gehört. Abteilung. In welcher Abteilung in der JVA Bruchsal warst du? Sag ich nicht. Okay, next. Okay. Ich würd sagen. Nur eine Sache, die ich sagen würde. Guck mal, Leute, die das so sind, die echten, die so sind, die kennen sich so gut mit allem aus, weil die in diesen 4 Jahren jeden Tag alles lesen, alles informieren, Anwälte treffen und so weiter. Die sind selber schon wie Anwälte. Wir kennen diese Leute, die labern einen die ganze Zeit voll. Bruder, guck mal, in der zweiten Wahl, Revision, bla, europäisches Gericht, dies, das. Er weiß gar nichts, Alter. Er weiß nicht mal, welche Abteilung da war. Vor allem 4 Jahre, ne? Bruder. Okay, dank dir erstmal. Wir machen erstmal mit dem nächsten weiter. Mein Name ist Adrian, bin 30 Jahre alt. Ich bin gebürtiger Pole, wohne in Köln und seit 2008 bis 2022 hatte ich 13 rechtskräftige Verurteilungen hinter mir. 13? 13. 13 Verurteilungen. Von 2008 bis 2022. Meine Straftaten waren Diebstahl, Betrug, Fahren ohne Fahrerlaubnis, gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr, Unfallflucht, Fahrerflucht, Hausfriedensbruch, organisierter Bandendiebstahl, versuchter Totschlag. Ja, und ich habe in meiner ganzen Karriere 3 Monate abgesessen. Was? In meiner ganzen Karriere habe ich 3 Monate abgesessen. Für 13 Verurteilungen? Kann schon sein. Und wo hast du insgesamt 3 Monate, also verschiedene, hier mal 2 Wochen, da mal eine Woche? Oder? Nein, 3 Monate. Am Stück? In welchem Knast? Remscheid. Welchem Haus? Das war offener Vollzug, Haus 4. Haus 4, wo ist das Haus 4 in Remscheid? Im offenen Vollzug. Ist das am Anfang oder ist das hinten? Wenn du direkt reingehst, ist Haus 1. Ja. Danach kommst du Haus 2, dann musst du rübergehen, bist du bei Haus 3 und dann Haus 4, Haus 5 und Haus 6. Okay, und wo ist die Telefonzelle? Die Telefonzelle ist zwischen nach Haus 2, müsste die Telefonzelle sein. Ja, Bestes. Meinst du? Ich saß in Remscheid. Ich auch. Ja? Ja, oder er hat einen Freund, den er jeden Tag besucht hat. Nein. Was ich mich frage, wie ist dieser verurteilte, also dieser versuchte Totschlag, wie ist das passiert? Ja, das ist so passiert. Ich bin in Stuttgart aufgewachsen, 13 Jahre lang habe ich dort gewohnt. Und meine Mama hat mich aus dem Haus rausgeschmissen, das war 2014, glaube ich. Erste 5 Tage habe ich im Auto geschlafen. Ja, dann habe ich 2 Polen kennengelernt. Die haben dann gesagt, ja, meinen 3. Bruder. Und ich kann bei dem vielleicht übernachten, weil der 3-Zimmer-Wohnung hatte. Ja, und dann sind wir ins Gespräch gekommen und hat gesagt, okay, ich miete dir das Zimmer, kannst du bei mir gerne wohnen. Und wir haben uns von Anfang an nicht verstanden. Und dann gab es halt Schlägerei in der Wohnung. Und der ist dann aus dem Haus rausgegangen. Ich habe dann meinen besten Freund angerufen. Ich habe gesagt, hol mich einfach ab, weil sonst tüte ich den Jungen. Der hat mich dann abgeholt, ich habe meine Sachen abgeholt. Und dann bin ich zu meinem besten Freund erstmal schlafen gegangen. Ich bin danach nach Brandenburg gezogen. Und 3 Monate später bin ich wieder zurück nach Stuttgart. Und ich habe die 2 Polen angerufen. Ich habe gesagt, ich bin unterwegs jetzt gerade von Brandenburg und ich komme euch besuchen. Dann haben die gesagt, okay, komm. Ja, wir sind zu Hause. Und wo ich dann angekommen bin, ja, war der, also das sind 2 Häuser und der war gerade auf der Terrasse, hat mich dann gesehen mit 2 Russen. Und ich bin dann hochgegangen, wir haben Bier aufgemacht, ganz normal und ja, in dem Moment war dann, hat geklingelt zu Hause. Der ist dann reingekommen mit den 2 Russen, hat mir dann Kopfnuss gegeben. Dann ist es halt Auseinanderzug gegangen, ne, weil da waren 7 Leute und die haben uns auseinandergehalten. Halt mich fest und so, halt mich nicht fest. Dann bin ich ins Badezimmer gegangen alleine und ja, dann da war so ein Zeramikmesser da auf dem... Salamimesser? Zeramikmesser, also mit weißer Klinge. Was ist ein Salamimesser? Keramik. Ach, Keramik. Keramikmesser, ja. War auf dem Waschbecken und dann habe ich halt das Messer genommen und habe gesagt, okay, ich bring den jetzt um. Kurwa, Mensch. Ja, und die Jungs haben mich halt ausgelacht, ne, keine Ahnung. Also die haben mich ausgelacht und ja, die sind alle rauchen gegangen und in dem Moment ist der Pole in den Badezimmer reingegangen. Und keine Ahnung, wie das passiert ist. Ich habe Blackout, ich habe um mein Leben gekämpft. Ich habe damals 60 Kilo gewogen und der hat 90 Kilo gewogen. Ja, plötzlich lag er auf dem Boden, sein Bauch war hier aufgeschnitten. Das ganze Gewebe war draußen.
Ist er auf dich draufgelaufen und dann hast du gemacht, mäßig? Weiß oder? Ich nicht, ich hab Blackout gehabt, ich hab mein Leben gekämpft. Das ist eine gute Story für Gericht. Uns kannst du auch sagen. Und dann hab ich halt nicht gewusst, ich hab gesagt, okay, komm, gib mir schnell Handy, ich ruf Krankenwagen an. Dann hab ich Krankenwagen angerufen, dann wusste ich halt nicht erstmal wohin. Ich dachte als erstes, okay, komm, ich muss jetzt abhauen. Aber wohin? Ich hab damals kein Geld gehabt. Ne? Ist der gestorben? Nein, der ist nicht gestorben. Also der lag auf dem Boden, dann hab ich halt, ich wollte als erstes abhauen, dann hab ich als zweites gedacht an meine Eltern. Und sagte ich, scheiße, Alter, ne? Meine Mama hat einen Mörder aufgezogen, ne? Der stirbt wahrscheinlich. Ne? Und das dritte hab ich gedacht, okay, komm, scheiß drauf, ich hau einfach nicht ab. Hoffentlich bekomme ich kein lebenslang. Ja, und dann kam die Polizei. Die Polizei fragte den Pole, warst du das? Ich sagte, nein, ich war das nicht. Ja, und da waren 7 Leute, dann kamen 7 Polizeiautos, für jeden Einzelnen ein Auto. Und dann sind wir zur Polizeistation halt. Ne? Am nächsten Tag ist Polizei, Oberkommissar aus Ellwangen damals gekommen. Ellwangen? Ja. Da war ich im Knast. Und der ist dann zu mir gekommen und dann sagte so, hey Pole, also Adrian, ne? Du hast so eine große Akte, ne? Aber versuchter Totschlag hast du noch nicht. Und sag ich, ja sehen Sie, ich bin 60 Kilo schwer, ich weiß es nicht, was da passiert ist. Ich weiß es einfach nicht, ne? Ja, und dann hin und her und ja, 2 Stunden später war ich frei. Bist du noch direkt freigekommen? 3 Monate später kam dann Brief nach Hause, dass das Verfahren nach 170 StPO eingestellt worden ist. Warum? Der Notwehr. Notwehr. Stand nicht drin. Krass. Was sagt ihr, authentisch? Ach, uns ist 100%. Was ist der? Saved. Bro, ich glaub dir. Alles angekommen. Ich schwöre dir, ich heirate den Homo-Ehe, damit wir zusammen Entertainment-Business machen. Schauspielerei. Ein bisschen Leonardo DiCaprio, wenn das gespielt war, Bruder. Aber wir müssen aufpassen, weil wir hatten teilweise schon richtig krasse Leute. Echt so krass? Wo wir alle schockiert haben. Dann danken wir erstmal, dann machen wir mit der nächsten erstmal weiter. Ja, hi, ich bin die Sally, ich bin 24 Jahre alt und komme aus Düsseldorf und bei mir war der Verdacht auf einen versuchten Mord, also ich bin auch angeklagt worden und war dann 3 Jahre in der JVA in Ossendorf, genau. Ich habe 2016 meine Ausbildung zur Krankenschwester gemacht in der kardiologischen Intensivstation. Es war halt so, als Krankenschwester, du bist halt die erste Bezugsperson für die Patienten und die Patienten haben sich natürlich mir halt anvertraut und es war dann halt so, dass ich einen Patienten hatte, das war auch mein erster Patient, er war circa 60 Jahre alt. Er hat mir halt erzählt, dass er eine Herzinsuffizienz hat. Das ist eine Herzschwäche. Und ich konnte einfach sein Leid einfach in seinen Augen sehen. Und er meinte halt auch zu mir, dass er sich das Leben nehmen möchte und dass er jeden Tag am Kämpfen ist, weil es ist halt für ihn unerträglich, diese Schmerzen halt zu spüren. Und in dem Moment halt, wo er das gesagt hat, hatte ich im Kopf 1000 Gedanken. Ich wollte diesen Menschen einfach vor diesem Elend bewahren. Und 2 Wochen später hatte der dann halt einen Herzinfarkt und musste natürlich direkt reanimiert werden. Die Ärzte mit dem Defibrillator ihn am Reanimieren. Neben mir lag eine Spritze und da drinne war Clonidin. Das ist ein blutdrucksenkendes Mittel und dieses habe ich ihm halt injiziert, während die Ärzte ihn halt reanimiert haben. Und ich wollte halt dieses Elend beenden. Und 7 Minuten später ist er halt auch gestorben. Ach Gott, ich küsse doch dein Herz. Niemals in meinem ganzen Leben. Du bist ein Engel. Aber ich hab sowas schon mal gehört, ne? Ja. Bist du damit in der Öffentlichkeit? Ich glaube, die Story hast du von einem Film oder so. Bist du damit in der Öffentlichkeit? Ja, Bild-Zeitung, Süddeutsche Zeitung, also ihr könnt das überall nachlesen. Kurze Frage, wie hat sich das angefühlt, dass du es gemacht hast und du gesehen hast, jetzt ist er tot? Es war eine Erleichterung für mich, weil in meinen Augen, das war ja kein Mord. Wisst ihr, also ihr müsst euch das so vorstellen. Ja, klar, das ist kein Mord, aber ein Mensch ist durch deine Hand ins Jenseits gegangen. Genau. Wie war dieser Moment für dich, als er ins Jenseits? Das war erleichternd? Es war für mich eine Erleichterung. Ist das das erste Mal gewesen, dass du es gemacht hast? Bei ihm ja. Wie bei ihm? Oh. Davor hast du es schon mal bei anderen Leuten gemacht? Danach noch einmal, ja. Noch einmal? Macht dir, ganz kurze Frage, macht es dir Spaß? Es ist für mich eine Art Befriedigung. Wie soll ich euch das sagen? Diese Befriedigung, Leute, wenn du diese Leute... Diese Leute sind ja am Leiden. Ihr müsst euch das so verstehen. Diese Leute, die haben einen Wunsch, zu sterben. So, dieser Mann, der hatte eine Herzinsuffizienz. Das ist ja eine Herzschwäche. Ja, aber siehst du es nicht so, dass das von der Natur selbst verursacht werden sollte? Nicht durch dich persönlich? Nein, weil er hatte ja den Wunsch zu sterben. Und da ist ja hier in Deutschland... Hat er dir das gesagt? Oder? Er hat mir das gesagt, genau. Er hat sich ja mir anvertraut. Und er meinte halt zu mir, dass sein größter Wunsch ist, zu sterben. Aber wie hat er sich denn gefühlt? Er, er, warum
sagt er dir das denn? Er hat, also es ist ja so, er hat sich ja schon ein paar Mal versucht umzubringen, aber es hat ja nicht funktioniert. Und sein Wunsch war es ja zu sterben. Und nein, ich aber wie ja hat er sich gefühlt? Das reicht nicht. Er war erleichtert. Nein, wie hat er sich gefühlt mit der Krankheit? Ja, er war am Leiden. Und das war ja der Ausgang. Ja, aber was war seine Schmerzen? Seine Schmerzen waren einfach die Herzprobleme, die der hatte. Also er von konnte schlecht atmen. Aber was genau sind denn die Schmerzen? Die Schmerzen sind, dass man kurzatmig ist, dass man Stechen in der Brust hat. Du kannst nicht mal richtig essen. Also er war wirklich selig am Herz. Das bedeutet doch Herzschwäche, oder nicht? Ist ja Herzschwäche, ist ja Herzinsuffizienz. Ja, also ich habe das auch in der Familie und da haben die Symptome nicht tatsächlich. Ja. Sondern die müssen einfach nur vorsichtig sein, bestimmte Sachen nicht zu tun. Aber die leben eigentlich ein relativ normales Leben. Dieser Patient war wirklich am Leiden und ich wollte ihn halt vor diesem Elend halt bewahren. Es war ja eine aktive Sterbehilfe. So, was ist ja in Deutschland, ist ja... Ist aber siehst du das heute auch noch so oder hast du es damals so gesehen und jetzt sagst du, ey, das war falsch? Ich sehe es heute immer noch als richtig. Ich erzähle euch mal eine kleine Geschichte. Ne? Als wir im Knast waren im Irak, wir waren in so einem Knast, wo auch Terroristen waren und Leute, die verdächtig waren, Terroristen zu sein. Ne? Das war in dieser ISIS-Zeit. Wir waren im Knast, da war ein Typ, der kam neu rein und wir hatten 15 Minuten am Tag, hatten wir Hofgang und da waren so Gitter oben in 4 Meter Höhe. Und der Typ hat immer Schläge bekommen, ne? Weil er wollte zurück in die Türkei ab. Oder er ist aus der Türkei geflüchtet, keine Ahnung warum, und wollte zurück in die Türkei. Der wollte in seine Heimat, in so ein Dorf, am Fluss, am Berg, weißt du? Er wollte einfach nur zurück. Er ist davon krank geworden, dass er nicht dahin gegangen ist. Er ist wirklich krank geworden, ne? Und dann, als sie ihn festgenommen haben und gesagt haben, ey, wir können dich nicht zurückschicken, weil die Türken, kleiner Abkommen, dies, das, ne? Ist er durchgedreht im Knast. Und er kam jedes Mal im Hofgang, da war so ein Schlauch, ne? Damit haben wir so, keine Ahnung, die Pisse und so weggemacht. Er meinte immer, Bruder, bitte, ich mach das da drüber aufs Gitter und dann zieh dran, damit ich sterbe, du bist schwer genug und so. Bitte bring mich um und so, ne? Jeden Tag, der hat geweint. Ich so, Bruder, verpiss dich von mir, Alter. Und dann ist er zu ihm gegangen, zu denen, jeden Tag, immer weiter. Der wollte, dass einer den aufschlitzt und so. Das hat keiner gemacht die ganze Zeit, ne? Am Ende, und guck mal, deswegen erzähl ich dir das. Wir haben immer morgens, wenn wir gegessen haben, es gab keinen Tisch, keine Stühle, es war einfach ein leerer Raum, 40 Leute auf dem Boden gepennt, ne? Aber die Gefängniswärter haben uns immer alte Zeitung, also die Zeitung von gestern haben die uns reingeschmissen, damit wir das als Unterlage nehmen und dann haben die uns Joghurt und so als Brot gegeben zum Essen. Ne? Und dann haben wir natürlich morgens immer die Zeitung gelesen, so, was ist vor 2 Tagen passiert. Und da war der Typ, bis dahin war der so 2 Monate drin. Ne? Und auf einmal ist er so, Überschwemmung in der Türkei, bla bla bla, und dann ruft so ein, der Typ, der das liest, ruft so den Ahmed, der Junge, der sich umbringen wollte, ey Ahmed, wie heißt nochmal das Dorf, wo du herkommst? Er sagt, ja, keine Ahnung, Bedesun. Er sagt, ey, guck mal, das ganze Dorf ist tot. Alles überschwemmt worden, komplett. Am nächsten Tag kommt der Wärter und sagt, Ifraj, er ist frei. Und er ruft wieder raus. Und er ist gegangen, seine Haut war jünger. Er ist in dem Moment mutiert zu einem gesunden, strahlenden Menschen. Wir waren alle da so, Bruder. Das war Schock, weißt du? Du weißt ja nicht, so man, ich will dir nicht sagen, jeder geht zu seinem eigenen Weg, weißt du? Aber man weiß nie, welchen Plan man da vielleicht durchkreuzt, weißt du? Ich verstehe, Plan Gottes, so, weißt du? Ja. Man weiß es nicht. Aber ich weiß nicht, ist Herzschwäche... Ich will dich nicht überzeugen, weißt du? Kann man Herzschwäche, kann man das nicht bekämpfen? Oder? Natürlich, du kannst halt das operieren, aber es ist ja, halt aber wenn, so... Ja, dann hast du ja quasi, das schon, du hast ja quasi die Chance dann genommen. Aber Moment, der Patient hatte ja auch einen Herzinfarkt. Das heißt, er musste ja reanimiert werden. Das heißt, er war ja schon auf dem Weg zum Tod. Ja, aber vielleicht hätte, wer weiß, durch Gott... Kann ich dich auch mal was fragen? Wenn jemand in der Brücke steht, ja, der will runterspringen, der will Selbstmord machen, hilfst du ihn oder? Voilà, ja. Schmeißt du ihn runter? Gutes Beispiel. Boah, Junge, die Frage kennt. Wenn ich weiß, er wollte, er will. Der will ja, was? Der will ja springen. Wenn er sich umbringen will. Also der steht an der Brücke, der will springen. Natürlich. Was? Dann hilfst du den. Das stimmt nicht, niemals. Das würdest du nicht machen, Alter. Das heißt, wenn dort jemand steht und er sagt, er hat Depressionen, will sich umbringen, du würdest ihm helfen? Wenn ich weiß, er möchte das auch. Wenn deine beste Freundin da an der Brücke steht und sagt, ey, ich will mich umbringen auch. Ihr verwechselt das alle, ihr denkt, ich unterstütze die zum Mord. Nein, du erfüllst deren Wunsch. Ich erfülle den, ich habe ein Helfersyndrom und ich glaube, das versteht ihr alle nicht. Ja, aber es gibt doch auch Menschen, die krank sind oder in dem Moment falsch. Nein, warte mal, Kat, Bruder, die sagt gerade, ich habe ein Helfersyndrom. Dann musst du erst recht diesen Menschen helfen. Aber dieser Mensch wollte doch sterben. Habibti, wenn ich Selbstmord machen will, dann musst du zu mir kommen, mir so viel Liebe und alles schenken, dass ich das nicht mache. Ja, verstehst du? Nicht direkt weg. Das ist Hilfesyndrom. Und nicht andersrum. Er hat recht. Und ihm zu helfen, umzubringen. Göttchen, ich küsse doch dein Herz, das kannst du nicht machen, Habibti. Ich habe niemanden umgebracht. Also für mich ist das wirklich so. Ja, aber du unterstützt das ja. Ich habe ihm ja nur aktiv geholfen, zu sterben. Ja, aber ich... Aber ich als Mensch versuche doch, jemanden davon abzuhalten. Aber das ist eure Meinung, wisst ihr, was ich meine? Jeder Mensch hat ein anderes Empfinden. Das ist keine Meinung. Nein, es gibt ja einen Fakt. Guck mal, wenn ich das hier jetzt hinstelle, ne, habe ich das dahingestellt. Das ist Fakt.
jemand, der stirbt durch die Handlung eines anderen Menschen, so, der wird getötet. So, weißt du? Aber das wenn doch dein größter Wunsch ist, zu sterben. Das ist kein Mord, weißt du? Weil sorry, das ist kein Wunsch, das ist eine Verzweiflung gerade. Der Mensch hat einen schwachen Moment. Soll dieser Patient weiter leiden? Soll dieser du musst Mensch ihm helfen. Das liegt an Allah, wie es ist, ob der leidet oder nicht. Sogar vielleicht, wenn je mehr er leidet, desto besser hat er es nach seinem Leben. Man weiß es nicht. Aber Gott entscheidet das, nicht du, Habibti. Wenn du den Wunsch hast, zu sterben, dann helfe ich dir dabei. Ja, aber dann merkst du doch, dass bei mir irgendwas nicht stimmt. Nee. Wenn ich mit drei, guck mal, ich komme mit 23 Jahren zu dir und sage, keine Ahnung, ich habe Stress, Probleme und will mich umbringen. Das meine ich nicht. Ich habe eine bessere Frage. Ich habe eine bessere Frage, okay? Ich bin dein Ehemann. Ich bin der Mann, den du liebst. Ja. Ich bin deine Welt. Ja. Okay? Okay. Und irgendwann mal sage ich, Schatzi, ich möchte sterben. Ihr verwechselt. Was? Ich hab ein besseres. Gott! Dein Kind. Boah. Wenn ich sehe, mein Kind leidet körperlich. Es geht nur darum, dass dieser Mensch am Leiden ist. Nee, also guck mal, wenn dein Kind 14 ist, ja, Pubertät, und sagt, hey, Mama, ich bin verrückt, ich will sterben. Ich stehe mich an die Brücke, ich kann nicht mehr, seit Monaten, ich drehe durch. Machst du den? Ich helfe nur Menschen, die auch die körperlich leiden. Zum Beispiel jemand hat eine Herzschwäche oder jemand. Es hat Nierenversagen oder sonst etwas. Alles, was körperlich... Psychologisch nicht. Also diese Brücke springen ist aber psychologisch. Kannst du das, was wir die letzten 20 Sekunden besprochen haben, kannst du das in einem Satz mal sagen mit deinem Kind? Also du würdest, wenn mein Kind körperlich beeinträchtigt wäre, das heißt, er ist am Leiden, dann würde ich ihn aktiv unterstützen, dabei zu sterben. Weil ich möchte nicht, dass mein Kind oder mein Baby am Sterben. Aber es gibt doch schon sau viele Fälle, wie boah, ich kann schlafen heute. Die Menschen kurz vorm... Die bringt das echt so, die bringt das rüber, als wäre sie jetzt. Es gibt doch Menschen, die sind kurz vorm Tod und haben es dann geschafft, wieder gesund zu werden. Das gab es ja auch. Also gibt es doch tausend Fälle von. Insgeheim weiß ich ja, diese Menschen wollten sterben. Ja, aber die sind dann wieder komplett gesund. Das heißt, wäre ich da, hätte ich denen geholfen. Ja, aber dann hast du ja... Das heißt, diese tausend Menschen, die es geschafft haben, durch Gott oder durch ein Wunder oder keine Ahnung was, die es geschafft haben, dadurch wieder gesund zu werden, denen hättest du jetzt geholfen zu sterben. Die können froh sein, dass sie nicht in deiner Abteilung gelandet sind. Also ich sehe, wie gesagt, ich sehe das nicht als Mord oder sonst etwas. Ne, Leute, ja, ehrlich, ich glaube, ich muss sie ein bisschen in Schutz nehmen. Ich glaube, die meint was ganz anderes. Nur wir missverstehen das einfach. Sie meinte, ich glaube, sie meint wirklich nur die Menschen, die extrem, extrem darunter leiden, dass es schon selber so weh tut, dass du diesen Menschen von seiner Qual befreien willst. Und du denkst von Gott, das ist vielleicht, handle durch seine Hand. Meinst du das so? Ob Gott will oder nicht, ich bin ja auch da. Weißt du, was ich meine? Hast du gehört? Oh mein Gott. Wow. Wow. Also, dann würde ich sagen, danke dir erstmal und dann machen wir das Gespräch da hinten rechts weiter. Hallo, ich heiße Feven Jote und ich bin 22 Jahre alt und ich habe mit 16 Jahren meinen Freunden einen bewaffneten Raubüberfall gemacht. Was? Du? Ja. Niemals. Doch. Niemals. Mit 16? Ja. Was für eine Waffe? Wir hatten ein Messer dabei. Ganz normale Küchenmesser. Was habt ihr überfallen? Wir haben eine Frau überfallen. So auf der Straße? Nee, das war im Park. Es war am 2.9.2016. Das war kurz nach meinem 16. Geburtstag. Und dann haben wir sie im Park überfallen. Wie alt war sie? Sie war um die 60, so älter. Dachtet ihr, sie hat Geld in der Handtasche, nur Schmuck? Ja. Und habt ihr das Messer gezückt und was dann? Wir haben sie von hinten gesehen, haben sie dann angegriffen, auf den Boden gedrückt. Ich habe sie auf den Boden gedrückt. Ihr habt die 60-jährige Frau auf den Boden geschubst, also dass sie gefallen ist? Ja, sie ist nach vorne gefallen, komplett. Also guck mal, das ist sehr wichtig. Du hast sie so geschubst und dann ist sie gestürzt, ja? Ja, sie ist komplett auf dieses Gesicht gefallen. Oh mein Gott. Und dann, was habt ihr mit dem Messer gemacht? Wir haben sie erstmal bedroht. So, entweder du gibst uns jetzt deine Tasche. Also meine Freunde haben dann die Tasche geholt. Ich habe sie auf den Boden gedrückt und dann habe ich sie eben hier auf dem Arm hier so reingestochen. Und sie hat jetzt auch eine Verletzung. Ja, und ist dann jetzt im Krankenhaus gewesen, 2016, und aber hat überlebt natürlich, zum Glück. So, und wir haben dann ihre Tasche geholt. Wir haben sie dann mitgenommen zu mir nach Hause und haben dann dort gesehen, dass sie 200 € waren, das bar hatte, und die Rest haben wir auf der Karte gefunden. Was für ein Rest? Der Rest, sie hat ja auch Geld auf dem Konto gehabt. Das waren 2.100. Warte. Woher weißt du das denn? Wir haben es auf dem Konto gesehen. Wir haben da Kontakte. Und zwar ein Kollege, eben hat sein Vater arbeitet bei der Bank und er hat es dann geklärt, dass er die... Dein Kollege, konnte er dir nicht 200 € leihen, statt dass sie die Oma abstechen? Nein, wir hatten ja die 200 € bar und der Rest war auf der Karte. Okay, aber habt ihr das dann abgehoben? Nee, das nicht. Wir haben die Karte noch behalten. Und dann? Ja, wir waren dann in Prag für 2 Tage. Aber so, du hast auch keine PIN. Ja doch, wir hatten ja die Karte dann dabei. Ja, aber du brauchst noch eine PIN.
Ja, wir haben sie dann auch bekommen durch den Bekannten, der bei der Bank gearbeitet hat. Und der gibt euch einfach die PIN? Ja, er hat es dann bekommen. Niemals. Ich küsse dein Herz. Hättest du gesagt, wir haben kleine Beträge mit der Karte eingekauft und so, aber das war jetzt sehr wack. Warum, wenn sie schon am Boden liegt und du kannst einfach die Tasche nehmen? Ja, nee, warum noch abstechen? Und du warst deswegen im Gefängnis? Ja. Wie lange? 5 Jahre. 5 Jahre? Ja. Stadelheim. 5 Jahre, okay. Hast du die 5 Jahre komplett abgesessen oder 2/3? Ja, komplett abgesessen. Warum hast du Knast Scheiße gebaut? Nein, bis dahin hab ich. Hast du deutsche Staatsangehörigkeit? Nee, ich wurde hier geboren. Welche Staatsangehörigkeit hast du? Deutsch. Warst du Schülerin, als du in den Knast gekommen bist? Ja, da war ich Schülerin, meine 2 Freunde auch. Und da habe ich dann. Aber da kommst du einmal wegen einmal Messerdings 5 Jahre ins Gefängnis. Ja, sie war schon gut verletzt. Und du hast kein 2/3 bekommen? Bitte? Guck. Weißt du, was 2/3 ist? Nein. Das sagt schon alles. Weißt du, was ein VG 52 ist? Nein. Kennst du diese Glocke in der Zelle, wo du drückst, wenn Notfall ist oder wenn du was haben willst? Diese Glocke, das ist so ein Ding, wenn du so in der Zelle. Was man, du hast in der Zelle gelebt, oder? 5 Jahre? Ja. Wie viele Leute waren auf der Zelle? Nur ich. Okay. Und hattest du eine Toilette auf der Zelle? Ja. Hattest du eine Dusche? Nein. Und gab es einen Knopf, den du drücken konntest, neben der Tür zum Flur? Also, wenn du rausgehst aus der Zelle, ist so ein Knopf, den du drückst, so alarmmäßig. Und dann, so einen roten? Kannst, ja, ein normaler Knopf, dann kannst du auch reden mit denen, hey, ich brauche einen Waschlappen oder so. Ja. Und man kann doch, wenn man reinkommt, immer das erste Mal einmal eine Pizza bestellen an diesem Knopf. Hast du die bestellt selber oder musste die einer deiner Zellenkompanen für dich bestellen? Das zweite. Los! Hör doch auf, Jim, sie muss selbst schon lachen. Ey, du bist die Kurze. Ich. Vor allem, du ziehst es immer noch weiter durch. Nein, alles gut, bitte, hört auf, ey. Ich werde sie jetzt beschützen. Alles, das reicht. Hast du trotzdem stark gemacht? Dann würde ich sagen, machen wir erstmal mit dem hinten links weiter. Hallo zusammen. Ich bin der Raja Sohail. Ich saß 2 Jahre wegen räuberischer Erpressung und wegen Geiselnahme in Pakistan. In Pakistan, ja. Ich war im Ausland. Ich war eigentlich zu Besuch, weil meine Großmutter gestorben ist. Die Erbe, das mit der Erbe hat nicht so ganz geklappt. Und was dann halt passiert ist, ist, einer in der Familie hat versucht, quasi dieses Grundstück, was mein Vater geerbt hat, zu beschlagnahmen. Und ich habe dann in der Situation natürlich Hilfe gesucht und versucht, das bei der Polizei zu melden und dafür zu sorgen, dass das Ganze quasi dann uns rechtmäßig dann auch wieder zusteht. Aber das Problem war, die Polizei ist da korrupt und dementsprechend musste ich das auf eigene Faust regeln. Habe dann mit meinem Cousin Kontakt aufgenommen. Der ist in Pakistan, ich sag jetzt nicht bei welcher Partei, aber es gibt da so Parteien, die haben so Schlägertruppen und die sind dann quasi so Street-Gang-mäßig so. Und die versuchen dann immer so Sachen zu drehen, womit die halt quasi die Sachen, die beschlagnahmt worden sind, von einer anderen Truppe quasi wieder zurückzugewinnen. Und dementsprechend wurde ich dann halt quasi verhaftet und 2 Jahre ins Gefängnis gebracht. Ich verstehe nichts. Verstehst du mich nicht? Und dann habe ich den Typen, der das quasi gemacht hat, den habe ich dann quasi erwischt, den habe ich dann zu mir geholt. Mit 2 weiteren Kollegen, die haben wir dann in einen Raum gepackt und dann haben wir angefangen, den so ein bisschen zu erpressen und zu sagen, gib mir mal bitte dein Grundstück, beziehungsweise gib uns das Grundstück wieder zurück. Es hat leider nicht geklappt, weil der quasi sehr gut connected war und das hat dazu geführt, dass, wir wurden halt quasi von der Polizei... Bitte? Wir wurden von der Polizei verhaftet. In Pakistan? In Pakistan, welche Stadt? Islamabad. Aber ich verstehe noch nicht ganz, du hast da gelebt oder wie? Nein, ich war da zu Besuch. Ich habe doppelte Staatsangehörigkeit. Einmal deutsch und einmal pakistanisch. Da war ich im Knast 2 Jahre. Und du hast einen deutschen Pass aber? Ich habe einen deutschen Pass und einen pakistanischen Pass. Jetzt habe ich eine Frage. Bis zu welchem Monat kam der deutsche Generalkonsul dich besuchen? Kam gar nicht. Weißt du warum? Erstens, weil ich habe doppelte Staatsangehörigkeit. Das heißt, die dürfen mich nicht besuchen kommen. Bullshit. Nein, doch. Wo wohnst du denn? Bullshit. Ich wohne hier in Deutschland, aber ich habe doppelte Staatsangehörigkeit. Bullshit. Das ist egal. Ich habe auch doppelte. Nein, ist nicht. Bruder, das ist Bullshit. Ich habe auch doppelte. Ich habe doppelte, er hat doppelte. Bruder. Nein, wenn du das den Behörden meldest, dann kommen die. Ich habe das aber nicht den Behörden. Ich war 3 Monate im Irak, Bruder. 3 Monate mit ihm. Und ich habe auch noch den jordanischen Pass. Das sind sogar 3 Pässe. Oh, ja. 3 Pässe. Ja. Palästinis, kennst du kein Land, aber 3 Pässe haben wir da. Warte. Die werden kommen, die kommen und bringen dir sogar einen Kopfkissen. Sagen wir, es ist so, wie du sagst. Es ist safe nicht so, aber sagen wir, es ist so, wie du sagst. Warum bist du, hast du eine Gerichtsverhandlung? Ja, hatte ich eine. Eine hatte ich. Tu nicht so, dass du mich nicht hörst. Nee, ey, ehrlich, generell, Spaß beiseite, der hört wirklich schlecht. Ich war als Kind im Krieg gewesen, weißt du? Deswegen. Alles klar, verstehe. Gut. Ich war 2 Jahre in Haft
Okay, ich habe einmal eine Gerichtsverhandlung gehabt, die war aber alles, wie gesagt, korrupt. Nach wie vielen Monaten hattest du die erste Verhandlung? 2 Monate. Okay, und wie viel war dein Urteil? Eigentlich 6 Jahre, aber ich habe 2 Jahre bekommen. Nach 2 Jahren bin ich rausgekommen. Was heißt eigentlich? Ja, weil die Regierung hat sich da gewechselt und ich hatte ja gerade gesagt, wir haben ja so Schlägertruppen und die sind ja quasi mit der Regierung befreundet. Also die gehören einer Partei an und die sorgen dafür, dass quasi die Wähler eingetrieben werden. Ja, also das ist was Wahres. In unseren Ländern ist das so, wenn die Regierung wechselt, kommen alle Haftinsassen raus oder kriegen die Hälfte. Ja, die sagen, wenn ihr mich wählt, gibt es Amnestie. Wie nennt man das? Amnestie? Weißt du? Die Story ist real. Ja, die ist real. Ja, aber ich weiß nicht, ob die von dir real ist. Ja, das wollte ich auch gerade sagen. Ich glaube, die hast du von einem Freund irgendwo gehört oder so. Story ist real, aber diese doppelte Staatsbürgerschaft stimmt nicht. Weißt du, ich habe selber doppelte Staatsbürgerschaft. Das sind ein paar Macken, Bruder, die hättest du bedenken müssen. Ah, sag mir. Kurze Frage, hat der Generalkonsul, war der ein Deutscher oder war der ein Pakistaner aus Deutschland? Wie gesagt, ich habe mit keinem gesprochen, aber in Pakistan sind das deutsche Generalkonsulenten. Achso, der ist gar nicht gekommen? Der ist gar nicht gekommen, habe ich doch gesagt. In welcher Woche ist das Rote Kreuz gekommen? Rote Kreuz? Gar keine Woche. Was laberst du? Das hat ein Cousin von dir gemacht oder so, safe wie er sagt. Ja, safe. Wieso? Warum Rotes Kreuz? Die kommen immer. In solchen Ländern kommen die immer. Und die kommen sogar in den schlimmsten Knästen, weißt du? Also wir waren ja in so einem ganz schlimmen, wo Leute getötet wurden und so. Und die kamen dann zu euch, oder? Die müssten kommen. Sonst hat das Land Probleme in der UN und so, weißt du? Die müssen ihre Knäste einmal sehen lassen. Rotes Halbmond, wenn überhaupt, und das, nicht Rotes das, Kreuz. Das sowieso, aber es gibt so eine, das ist so, der Westen, wenn denen gesagt wird, ey, dort und dort wird gefoltert. Ich wurde noch nicht gefoltert. Dann lassen die ja nicht abschieben in diese Länder. Also zum Beispiel, du hast hier Scheiße gebaut und in Ghana wird gefoltert und du hast keinen deutschen Pass, dann schieben die dich nicht ab, weil du dort in den Knast kommen würdest. Also wenn du dort in den Knast kommen würdest, weißt du, wegen der Straftat. Und deswegen lassen die Knäste immer prüfen, ob da wirklich gefoltert wird. Die kommen dann, die setzen sich dann vor dich und sagen, werden sie hier gefoltert? Und da sitzen so Beamten neben dir, weißt du, die dich eben noch gefickt haben. Die sind nein. Deswegen, also Rote Kreuz kommt aber aus westlicher Seite. Das, was du meinst, ist wirklich zum Helfen. Rote Kreuz kommt zum Registrieren und sowas. Rote Kreuz hat uns als Kinder aus dem Irak-Gefängnis, wo ich Kind war, so im Krieg, gerettet nach Europa. Das kann sein. Das ist Schweizer Rote Kreuz. Bei mir nicht. Erzähl mal ein bisschen über deinen Knastalltag. Wir hatten 2 Zellkameraden, beziehungsweise ich hatte da noch einen Menschen, der halt quasi auch wegen Mord saß. Und was halt, also der Raum, du musst dir vorstellen, das ist einfach ein leerer Raum. Du hast da 2 Decken und ein Kissen und du schläfst auf dem Boden, hast aber eine Dusche, beziehungsweise ein Bad. Das ist halt dieses Plumpsklo da. Und da hast du halt quasi die Dusche und da gehst halt duschen. Wie ist der Freigang? Ausgang? Also wie ist Hofzeit? Hofgang? Raus? Gibt es keinen Hofgang. Du warst 24 Stunden in der Zelle? Ja, klar. Was? Nein, das geht doch gar nicht. Das geht doch gar nicht. Du warst 24 Stunden da drin, nicht einmal raus. Da wirst du doch bekloppt. Nein, ich bin nicht bekloppt. Du warst doch gar nicht da. Nein, ich meine, du wirst bekloppt. Ja, wenn ich mir das jetzt vorstelle. Aber das gibt's nirgendwo auf der ganzen Welt. Vor allem, ne, guck mal, in den islamischen Ländern ist es sogar so, die Türen sind auf und du kannst den ganzen Tag rumlaufen. Das ist wahr. Es gibt keinen Knast, wo du zu bist. Außer du bist ein Terrorist. Nein, ich habe den ja quasi erpresst. Ich weiß nicht, ob das als terroristisch gilt. Aber wurde das irgendwie mit Al-Qaida oder so gekommen? Wie ist das Essen? Essen war nur Linsen und Brot. Das war's. Mehr nicht. Wie war das euer stimmt. Essen? Das stimmt, das stimmt. Aber das könnte ja stimmen. Aber das Auswärtige Amt war nicht involviert? Nein, war nicht. Das meine ich ja, das war nicht involviert. Aber das ist, du weißt, dass es sehr strange ist, ne? Das ist strange, aber kann man, so ist kann man denn einfach 2 Jahre weg sein, ohne, also, geht gar nicht, oder? Als ich die Nummer in Amerika hatte, das Auswärtige Amt hat jeden Tag von alleine meine Familie angerufen, jeden Tag meine Kollegin, der mit mir in Amerika war, Kau angerufen. Mein Vater hat das schon seit 2 Jahren. Wir haben ihm das nicht mal gesagt. Da habe ich das erste Mal gemerkt, boah, ich bin Deutscher, Digga, ich habe einen Staat hinter mir. Die haben sich richtig Sorgen gemacht, Digga. Geholfen zu flüchten, Digga. Nein. Ich sag dir, nur mal ganz kurz, ich wurde mit dem jeden zweiten Tag wurden wir gefoltert, Bruder. Ja? Aber weißt du, was mich gerettet hat oder was uns gerettet hat? Wir haben gesagt, aber wir sind Deutsche, uns können die nichts. Wie ich ihnen gerade, oder wen habe ich das gesagt? Mein Mithäftling, den haben die mal kurz rausgerufen, der kam nach 6 Stunden einfach ohne Bein, Digga. Ich weiß, sowas passiert mir nicht. Oder der steht nicht auf und so einfach, das ist auch ekelhaft. Und dann pennst du da auf der, weißt du, wo der gestorben ist. Was hast du denn gesehen in dem Gefängnis? Hast also du da nicht auf jeden Fall keine Kastrierung oder keine hier Bein abhacken oder so, das habe ich auf gar keinen Fall gesehen. Also da war alles so ganz so wie in Deutschland, also ganz, ganz normal. Nein, also einige wurden ja gefoltert, da hast du nur die Schreie gehört, aber sonst nichts. Okay, da würde ich sagen, jetzt suchen wir uns erstmal einen raus, den wir sofort rauspicken. So, wo ihr sagen würdet, okay, der muss sofort raus. Hinten links, würde ich auch sagen. Du bist zu lieb einfach. Also die ist so safe, bei ihr bin ich auch sogar 100%. Ja, ich würde auch sagen. Ich glaube nicht, dass du bist zu lieb dafür. Ich glaube nicht, dass wenn also 100%, bei den anderen schon so ein bisschen sogar, ich mache mir sogar Gedanken, ehrlich gesagt. Also sag dir zu ihr, wir sind uns alle einig, glaube ich. Ja, die ist, ne? Ja, ja. Die ist raus. Okay, dann hast du gut gemacht, aber du müsstest einmal, bitte rausgehen.
Alright, wen wollten wir als nächstes raus? Wer ist für euch am unrealistischsten? Salamu rechts? Salamu alaikum. Was hast du deiner Verteidigung zu sagen, dass wir dich rausvoten? Es ist eure Entscheidung, wir warten nachher ab, was passiert. Okay, was war bei dir nochmal? Du warst unschuldig im... Ich war unschuldig im Bruchsal im Gefängnis, vier Jahre. Wie geht man damit um? Ich gehe positiv damit um mittlerweile. Es hat zwar eine Weile gedauert, aber ich engagiere mich jetzt in vielen guten Sachen. Aber wie bist du damit zuletzt, also wenn ich mir vorstellen würde, ich komme unschuldig ins Gefängnis. Ganz ehrlich, mein Aussehen jetzt hat was mit Schutz zu tun. Ich war damals fertig. Ich war kurz vor Suizid. Mich hat's kaputt gemacht. Okay. Dann hättest du nicht zu ihr gehen dürfen. Dann halt dich auf jeden Fall fern von ihr. Ganz kurz, ich habe auch noch eine Frage. Wie war deine Entlassung? Also was, aus welchem Grund wurdest du nochmal entlassen? Freispruch. Es wurde neu verhandelt. Ich bin dann freigesprochen worden und dann, ich hatte damals auch so einen Bewährungshelfer. Ganz kurz, zu meinem Thema zu nennen. Also du hast Revision gemacht, ne? Ja, wir haben Revision gemacht. Ist das bei welchem Gericht, also bei welcher Karlsruhe. Höhe, wurdest du abgelehnt in erster Instanz? Beim ersten Mal wurde ich direkt verurteilt. Und dann ging es in die Revision über meine Anwälte. So, bis das alles mal gecheckt war. Und das hat natürlich ewig gedauert. Okay, und die erste Revision, wurde die abgelehnt oder wurde die... Meine erste Revision. Nicht dein Urteil. Das Urteil ist da. Du machst eine Revision. Hat die geklappt oder nicht? Das hat geklappt dann. Es hat aber nur die ganze Zeit gedauert. Ja, das okay. Hat ewig gedauert. Ja, das war nur die Frage. Weil du kannst ja mehrere Instanzen gehen, wenn es nicht klappt, das wollte ich schon richtig, wissen. Richtig, nein. Ich habe in der ersten Revision, es ist dann nachher irgendwie, ich weiß nicht mehr genau wie, ehrlich, kann ich nicht sagen, rausgekommen, dass ich völlig unschuldig war, weil man jemand anderen schon mittlerweile vergattert hatte. Was? Ich bin ja aufgrund der Zeugenaussagen damals, ich bin voll verwechselt worden. Ich muss echt einen Doppelgänger haben. Und du hattest gar keine Infos darüber oder so? Also wer das über jetzt den, ist? Über die, was da passiert ist? Nein, aber gar nicht, null. Was ich gerade komisch finde, du meinst doch, du bist in Revision gegangen, oder nicht? Ich bin in Revision gegangen. Und zufälligerweise, dann hat er gestanden, oder? Komischer Zufall. Aber guck mal, als er da im Gerichtssaal saß mit dir, ne? Haben die euch so verglichen? So nebeneinander und so? Ja, es gab ja Fotos. Okay, wo saß du und wo saß er im Gerichtssaal? Saß die gegenüber oder nebeneinander? Nein, er saß da, ich saß hier. Okay, das ist scheiße. Guck mal, weil du hast recht, das kann nicht sein. Eine Revision, ja. Weil das, was du erzählst, wenn die ihn erwischen, ist das ja eine eigene Verhandlung. Da würdest du als Zeuge geladen werden. Das war's. Revision würde er gar nicht reinkommen. Okay. Sind wir uns einig, oder? Ja, ja. Raus, ja, ne? Ja, raus, safe. Okay, dann hast du gut gemacht, aber du müsstest einmal rausgehen. Puh, drei Leute noch. Also ich würde jetzt so sagen, Mitte ist für mich raus, oder? Für mich auch. Ja. Yep. Weil das war mir ein bisschen... Ich glaube nicht, dass du so denkst. John Wick Kategorie. Das denkst du. Ich kriege auf jeden Fall Albträume wegen dir. Das denkst du. Aber ich habe euch halt erzählt, was ich halt dabei empfunden habe. Ja, das Ding ist, er hat ja nochmal den Vergleich vorhin gebracht, dass wenn er wirklich kurz vorm Tod ist und richtig am Leiden ist, dass du das dann machst. Aber nicht mal das hast du bestätigt, weißt du? Genau, ich habe halt gesagt, wenn jemand halt körperliche Beschwerden hat und am Leiden ist, körperlich, ist ja auch seelisch mit verbunden. Aber es geht primär eigentlich darum, dass jemand körperlich beeinträchtigt ist. Aber viele sind doch körperlich beeinträchtigt. Was er meinte, war ja vorhin, dass er wirklich unnormal am Leiden ist. Also wirklich gar nicht mehr leben kann. Ja, aber so, es geht weißt du? Ja darum, dass er eine körperliche Beeinträchtigung hat. Und das ist das, was du ja meintest, war ja selig. Sali, aber das ist ein ganz großer Unterschied zwischen einem, der an der Brücke steht und springen will, den du auch unterstützen würdest. Genau, aber ihr müsst euch halt auch vorstellen, ich war halt auf der Intensivstation. So, und auf der Intensivstation waren halt nur schwere Fälle. So, und das heißt, mit anzusehen, wie die Menschen da mit... Ja, aber Habibi, das ist doch wiederum eine ganz andere Story als den Mann mit der Brücke. Kurze Frage, haben wir überhaupt über Habs mit ihr geredet? Krass? Nee, bist du in den Knast gekommen? So gut wie gar nicht. Ach krass, ja, ne? Wie lange? Das habe ich schon komplett weggelassen. 3 Jahre. Was hast du denn bekommen? Genau, ich habe eine Strafe bekommen. Also es war ja bei mir Verdacht auf versuchte Sterbehilfe. Nein. Oh. Choose your words wisely. Was war der Beschluss? Wie ist die Anklage? Ja, Verdacht auf versuchten Mord. Verdacht auf versuchten Mord? Und deswegen kommst du ins Gefängnis? Natürlich, klar. Gibt es sowas überhaupt? Das war ja erstmal die Anklage. Die Anklage war ja Verdacht auf versuchten Mord. Die haben mich ja mitgenommen, die beiden. Und dann wurdest du verurteilt. Das war erstmal der Verdacht, sagst du. Das war der Verdacht. Und dann, was war dann der Beschluss? Also was ist dann das Urteil. Genau, dass ich einen Mord begangen habe. Und dann hieß... Was steht da? Dass ich halt jemanden umgebracht habe. Verurteilt wegen? Wegen Mord. Und deswegen kriegst du 3 Jahre? Komm schon. Es war 2016. Ach so, da hat man noch 2 Jahre für Mord bekommen. Ich war auch
Das heißt, ich war noch jugendlich. Ich war noch jugendlich. Jugendlich? Ja, aber du kriegst trotzdem lebenslänglich. Okay, kurze Frage. Der eine war, wie, bevor du die umgebracht hast, ne? Ja. Wie sehr waren die am Leiden? Wie am Ende? Sie hatte einen Herzklappenfehler. Das war halt eine jüngere Patientin, sie war circa 40 Jahre alt und hatte einen Herzklappenfehler. Und sie hat mir halt ihre Leidensgeschichte erzählt und ich habe einfach diesen Schmerz in ihren Augen gespürt. Aber sie konnte doch erzählen, ja? Sie konnte noch normal reden. Konnte sie gehen, laufen? Ja, sie lag zwar auf der Intensivstation. Und das hast du als Grund gesehen, um sie umzubringen? Nee, Mann, bei mir geht's drum, wenn es ein Fall wäre, der so wirklich, wo die am Ende ist, die Person, so wirklich, und sie hätte das gemacht mit 16, dann hätte das Gericht vielleicht für einen Mord zwei Jahre geben können. Das wäre der einzige Grund. Weißt du, wenn das so wirklich, weißt du, wenn der Richter sagt, okay, das ist ein Kind gewesen. Warte mal, du bist 16? Ossendorf warst du, hast du gesagt? In welchem Haus? Im Haus 2. Wie heißen die Anträge, wenn du Toilettenpapier haben möchtest? Ich habe nie Toilettenpapier beantragt. Ah, komm nein, mal. Nein, ehrlich nicht, nein. Okay, du willst Zahnpasta oder eine Zahnbürste haben oder also irgendein Atlas? Also es war ja so, ich hatte eine Mitinsassen bei mir im Zimmer, wir waren zu zweit auf dem Zimmer. Wie lange ist der Hofgang? Der Hofgang ungefähr eine halbe Stunde. Falsch. Ist das, wie ist das? Nein, ist das nein, wirklich? Nein. Falsch, nein. Kralas, du bist raus. Ich küsse doch dein Herz. Nein, nein, also Moment. Wir haben ja um 6 Uhr wurden wir halt aufgeweckt. Also es war ja diese Leben... aufgeweckt? Genau. Ihr wurdet aufgeweckt? Lebendwache war das. Um zu gucken, ob ihr lebt? Ja, genau. Okay. So, und um 7 Uhr waren wir halt dann wach, waren wir halt vorbereitet und haben dann erstmal gefrühstückt. Und dann von 8 Uhr bis 16.30 Uhr waren wir halt auf der Arbeit. Ach so, du hast gearbeitet. Genau, aber wir hatten dazwischen noch Mittagspause. Was hast du gearbeitet? Wir haben halt Schreinereien gemacht oder ich bin auch zur Schule noch. Okay, warte mal. Okay, slow down. Okay. Aber warte mal, was hast du verdient im Monat? Nicht viel. Was denn ungefähr? Das waren so 600 Euro. 600 Euro? Nein. Bitte, darf ich dich umarmen? Ja, der bist du, Alter. 600 Euro, oha. Guck mal, ich habe im Gefängnis die krasseste Arbeit gehabt. Ja, aber ne? Der war der Arbeiter des Jahrhunderts. Wirklich. Und diese Arbeit war so krass, dass die dir auch so, also niemanden eigentlich... Mann, du warst der krasseste Arbeiter. Ja, so, okay. Und ich habe 130 Euro verdient. Ja, das ist schon Maximum. Das ist schon der Top. In 5 Jahren habe ich das nicht geschafft. Toplohn. 130 Euro. Verdienst du 50 Cent die Stunde. Das ist krass. Und 600 Euro verdiene ich manchmal als Musiker da draußen. Das Ding ist, ich will noch was sagen. Und zwar, guck mal, hier sind überall Kameras, ihr seid hier mehrere Leute. Das ist normal, dass man nervös ist. Und wenn ihr mich jetzt rauswählen solltet, ich sag euch ehrlich, ihr seid selber schuld. Weil am Ende, ich werde lächeln. Oh, ich küsse doch dein Herz. Aber müsst ihr selber wissen. Okay. Wo war die Schule? Die war im... Knast selber drin. Ja, ach nee, wo war die Schule da? Wenn du rausgehst, wir hatten... Wo rausgehst? Da sind 1000 Gebäude, wo rausgehst? Welches Haus? Du hast ja gesagt gerade, 1, 2... Es war nicht im selben Haus, wo ich drin war. Okay. Ja, welches Haus? Was war neben der Schule direkt? Neben der Schule? Da war etwas, was jeder weiß, direkt daneben. Band an Band, Tür, durch die Tür kannst du rein. Da war halt diese Sicherheit. Nein. Was war noch da? Eine Cafeteria, genau. Cafeteria, das wäre ja geil. Die Kirche. Was war da? Die Kirche. Warst du mal in der JVA in Ossendorf? Ja, klar. Wer war nicht da? Ossendorf. Also, wir sind uns einig, oder? Ja, safe. Ich küsse dich. Kratzer. Okay. Dank dir auf jeden Fall, aber du müsstest einfach raus. Wen tippt ihr? Safe Sache, Bro. Meint ihr? Ja. Wollen wir ihn nochmal hören? Lass ihn nochmal hören. Ich will nochmal seine Story. Wie ist das für dich, 13 Mal verurteilt zu sein und nur 3 Monate im Knast zu sitzen? Geiles Gefühl. Geiles Gefühl? Also ich meine, ich kenne so viele Freunde, weißt du, die tun zum Beispiel einen Raubüberfall machen und die kriegen direkt 6-7 Jahre. Und ich habe so viel Scheiße in meinem Leben hinter mir und mein Glück verlässt mich zum Glück nicht. Bereust du das oder sagst du, du lebst jetzt noch das Leben so? Erste Mal im Leben stellt er sich diese Frage, kennst du so? Das hat er noch nicht. Ich kenne das. Ich würde jetzt lügen, wenn ich das bereue. Ne? Also ich aber lebst du gerade noch das Leben oder bist du jetzt... Ja, ich habe jetzt abgeschlossen damit. Achso, das heißt, du bist damit durch. Also ich finde den sau authentisch so, ne? Ja, ist ja auch. Weil rechts, habt ihr noch Fragen an den rechts? Oder sollen wir einen kurzen Prozess machen? Ich bin der Meinung, der Pole ist es.
würde auch sagen, Pole. Du bist so sauer. Warum? So, alles gut. Na, alles. Bruder ist, mein Bruder im Glauben. Wie oft hattet ihr Besuch im Knast? In Pakistan meinst du jetzt? Im Knast. Im Knast. Meinst du bei der Polizei oder meinst du jetzt, wo ich 2 Jahre drin war? Wo du 2 Jahre warst? Zweimal am Tag. Zweimal am Tag? Du hast auch vorhin gesagt, du warst 24 Stunden in der Zelle. Besuch, habe ich gesagt, ne? Also, ich war 24 Stunden in der Zelle, aber ich durfte 2 Mal besucht werden. Und es war in der gleichen Zelle. Für wie lange? Achso, er meinte Umschluss, glaube ich. Also, von Gefangenen wurdest du besucht, meinst du? Weiß ich jetzt nicht. Der eine, der mit mir drin saß, hat keine Besuch empfangen. Und du? Ich habe auch keinen Besuch empfangen. Essen von draußen gab es nicht, von Familie? Nein. Was von gar keinen? Von draußen, nein. Gab es keinen Nachbarn, der mal von Familie nein. Essen bekommen hat und verteilt hat? Nein. Raus! Entweder du, guck mal, das ist kein muslimisches Land, Bruder. Ich meine, so viele Knäste, Bruder, ist überall. Safe raus? Ja, Bruder, das, was da gibt's. Die bringen immer Essen mit, weißt du, wenn einer keine Familie da hat, die geben immer Essen. Bruder, ich bin da fett geworden, Digga. Außerdem, Bruder, zweimal Besuch am Tag, das ist doch ein Hyatt-Hotel. Ja, deswegen. 6 Sterne sogar. Vor allem, wenn ich 24 Stunden drin bin, würde ich das doch voll ausnutzen. Deswegen, ne, alles safe. Der ist raus. Dann sind wir uns einig, oder? Ja, ja, 100%. Sammy? 100%, Bro. Okay, das heißt, du müsstest einmal rausgehen, das heißt, wir denken, du sagst die Wahrheit und dann lösen wir das Ganze gleich auf. Alright, dann machen wir jetzt die Auflösung. Für die Auflösung dachten wir uns, dass wir uns einmal alle hinstellen, umdrehen und dann, wenn wir das Signal bekommen, drehen wir uns wieder um. Da, wo es jetzt aufgemacht wird, die sind fake. Krass. Sehr stark. Easy. Gott sei Dank. Sally, Habibi. Gott sei Dank. Das wäre traurig. Frisch aus Knast entlassen. Ihr wart stark, Jungs. Sehr stark. Sehr stark gemacht. Sehr, sehr stark. Ey, vor allem, ihr habt direkt am Anfang schon gesagt, er ist es. Habt einen Riecher für sowas. Ey. Bist du wirklich so sauer die ganze Zeit? Nein, ich war nicht sauer. Wer bist du? Was machst du? Ich heiße eigentlich gar nicht Raja Suhail, ich heiße Ibta Samshar. Ich bin Freiberufler, ich bin Dozent für Rettungsmedizin und Rettungssanitäter. Ich habe Schauspiel studiert und will quasi Schauspiel weitermachen. Das ist quasi mein Ziel. Hart, Alter. Heftig. Wow. Du bist gut. Ich dachte, du wärst wirklich sauer gewesen die ganze Zeit. Ich schwöre dir. Und bei dir? Was machst du? Ja, also ich tätowiere. Gehe auch der schauspielerischen Tätigkeiten nach. Kleine Rollen. Das war's eigentlich schon. Stark. Hast du gut gemacht. Hast richtig gut gemacht. Und bei euch? Was machst du? Ja, also ich bin Sally, 24 Jahre alt und arbeite im Callcenter. Also bei mir ist alles gelogen. Und ich hoffe, du denkst nicht so. Nein, ich sag ja, alles ist gelogen. Okay, ich habe weder im Krankenhaus gearbeitet, noch habe ich diese Gedankengänge. Boah. Ich schwöre, ich habe richtige Filme gehabt auf dich, Alter. Also, ihr habt mir das ja echt am Anfang geglaubt, ne? Du sagst einfach, du würdest dir von der Brücke schmeißen. Nein. Nur weil das will. Die hat mir so den Film gegeben, so das zu wollen oder so. Kennst du so? Mhm. So zu denken. Sowas gab's auch, ne? Natürlich, ja. Sowas habe ich nämlich auch mal gesehen. In Deutschland? Ja, in Deutschland schon mehrere Fälle davon. Du warst wirklich sehr gut. Danke. Auch sehr interessant, so generell die Story und so. Du hast den Psycho krass gespielt. Krass. Hast aber echt gut gemacht. Das ist wirklich gut gemacht. Und bei dir? Ja, ich bin einfach ein Mädchen aus München. Was? Was? Mädchen aus München. Bei dir ist alles real, oder was? Ja, ich bin Hartz-IV-Empfänger. Und deine Story entspricht der Wahrheit? Ja, alles die Wahrheit. Heftig. Ja, krass. Ja, ich habe in meiner Vergangenheit so viele Probleme mit Job zu finden, weißt du? Vielleicht kann mich jemand aufnehmen, weißt du? Ja, alles gut. Alles gut, wir verstehen uns, Bro. Ja, Mann. Voll, ey, vielleicht hast du mich. Okay. Dann dankt euch allen. Hat echt Spaß gemacht. Ihr wart alle echt stark. Hat mir sehr Spaß gemacht mit euch heute. Ja, Mann, war geil. Ihr wart sehr, sehr gut. Ich glaube, wenn ich alleine wäre, ich hätte verloren heute. Aber ihr hattet so das Fachwissen, weißt du? So.
Ne, hat auch wirklich Spaß gemacht. Ja, hat euch Spaß gemacht. Geil, hier zu sein. Spannend, sehr interessant. Geile Show, geiles Format. Ja, falls ihr noch irgendwas zum Erwähnen habt, könnt ihr das jetzt auch machen. Auf Instagram heiße ich fevenjote_fj. Ja, ich besitze kein Insta, das gebe ich mal raus. Ich habe zwar Insta, aber möchte erstmal loswerden. Bleibt sauber, Jungs. Geht nicht in kriminelle Machenschaften rein. Versucht, ehrlich Geld zu verdienen. Ich heiße auf Instagram ibtasam_scha. Ich wollte meinen besten Anwalt grüßen, denn Christian Simon ist aus Dortmund. Ohne ihn hätte ich meine jungen Jahre wahrscheinlich in den Knast verbracht. Und ja, ich heiße in Instagram prinz_pl. Ja, ich möchte mich bei euch bedanken. Aber mit eurem Fachwissen habt ihr uns natürlich schön gelingt. Ich habe versucht, immer gegenzuspielen mit irgendwelchen anderen Sachen. Hab mich gefreut, dass ich hier sein durfte. Dirk Deimel, Dirty Dirk auf Instagram. Sehr stark. Sehr schön. Cool. Alright, dann checkt die alle aus, checkt die Jungs aus. Alles von denen in der Videobeschreibung drin. Plus, denkt unbedingt an den Film. Wie gesagt, am 27.10. kommt der online. Echt starker Film. Und ja, dann dankt euch fürs Zuschauen. Dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder, Leute. Bis dahin, stay tuned, Dicker.